So, aber jetzt rufe ich auf Tagesordnungspunkt 60, Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen betreffend eine aktuelle Stunde Hessen zeigt Gesicht für eine offene Gesellschaft, Respekt, Akzeptanz und Vielfalt, Drucksache 4854 aus 19. Und als Erstes spricht Kollege Klose für Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am gestrigen Tag haben wir alle in der Debatte über die Respektkampagne der Landesregierung neben den Dissensen in der Durchführung betont, wie wichtig angesichts des Tons manch aktueller Diskussion unsere ganz grundlegenden Werte sind. Diese Werte, die uns im Innersten zusammenhalten, haben wir im Grundgesetz, aber auch in der Hessischen Verfassung normiert. Und zu ihnen gehören zuvorderst die Unverletzlichkeit der Menschenwürde und das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Nichts weniger als diese Werte sind es, die von einer kleinen Gruppe infrage gestellt werden, die für sich in Anspruch nimmt, für alle zu sprechen und die übermorgen erneut nach Wiesbaden kommen will. Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich dagegen wieder ein breites gesellschaftliches Bündnis formiert, dem zahlreiche Verbände und Organisationen, aber auch Mitglieder aller hier vertretenen Parteien angehören. Hessen zeigt Gesicht für eine offene Gesellschaft, für Respekt, Akzeptanz und Vielfalt und sagt damit auch, ihr, die ihr spalten und ausgrenzen wollt, ihr seid nicht alle. Schon in der Präambel unseres Koalitionsvertrags haben wir formuliert, was für uns trotz aller Differenzen in der einen oder anderen Weltanschauungsfrage, die es unstreitig gibt, gemeinsame grundlegende Überzeugung ist. Ich darf zitieren: Wir erkennen die Vielfalt der Gesellschaft in unserem Land an und wollen den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Unterschiedlichkeit gleiche Chancen bieten. Zitat Ende. Und weil das so grundlegend ist, leitet es uns selbstverständlich auch, was den Umgang mit Menschen angeht, die irgendwie anders sind, und zwar völlig egal, ob sie sich durch ihre Herkunft, ihre Hautfarbe, ein Handicap oder ihre sexuelle Identität von der Mehrheit unterscheiden. Wir tragen als Landesregierung dazu bei, dass alle Menschen in Hessen ein offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Leben führen können, und wir werben um die Akzeptanz dieser gesellschaftlichen Vielfalt. Das sind unsere Leitlinien, niedergelegt im Koalitionsvertrag. Ich freue mich darüber hinaus, dass in diesem Punkt über alle Fraktionen hinweg immer wieder Klarstellung bezogen wurde hier im Landtag, zuletzt bei der Debatte um die behutsame Modernisierung des Lehrplans Sexualerziehung Ende Oktober vergangenen Jahres. Ich selbst habe zu diesem Plan auch mehrere öffentliche Diskussionen geführt, die vielleicht auch entgegen mancher Erwartung wohltuend sachlich verliefen und bei denen ich vielen Menschen begegnet bin, die sich ernsthaft informieren wollten. Nach meiner Erfahrung waren auch beunruhigte Bürgerinnen und Bürger sehr gelassen, sobald sie einmal selbst gelesen haben, was wirklich in diesem Lehrplan steht. Umso hetzerischer aber wurden die Reaktionen aus den Reihen der Organisatoren der samstäglichen Veranstaltung und ihrer Unterstützer. Wenn dort gesagt wird, die Hessische Landesregierung ginge mit Brutalität gegen Schulkinder und Eltern vor, wenn es abartig genannt wird, dass Schülerinnen und Schüler neben der traditionellen, unsere Gesellschaft unstreitig prägenden Familie auch andere Familienformen kennenlernen, wenn der hessische Kultusminister Prof. Alexander Lorz öffentlich als Volksverderber bezeichnet wird, dann müssen wir deutlich und vernehmbar klarmachen, ihr wollt Hass nach Hessen tragen, ihr wollt ausgrenzen und spalten, und das erfährt auch hier in unserem Parlament deutlichen Widerspruch. Meine Damen und Herren, es ist doch kein Zufall, dass bei der Demonstration am 30. Oktober auch vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme Gruppen wie die Identitäre Bewegung oder der sogenannte Dritte Weg dabei waren und ein bekannter NPD-Aktivist sogar als Ordner fungierte. Daran ändern auch die bemühten verbalen Distanzierungen der Organisatoren nichts. Natürlich zieht eine Veranstaltung, die Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt, die die Heilung von Lesben und Schwulen propagiert,
die alle Menschen, die irgendwie anders sind, ausgrenzen will, genau solche Typen an. Und das ist auch gewollt. Deshalb in zwei Wochen, am 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie, wird daran erinnert, dass Feindseligkeit, Hass und gewalttätige Angriffe gegenüber Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen nach wie vor an der Tagesordnung sind. Anderswo, ich muss das Stichwort Tschetschenien nennen, aber auch in Europa und auch in Deutschland. Umso wichtiger ist es, dass das Regenbogenfest am Samstag um 10 Uhr vor dem Kurhaus hier in Wiesbaden ein klares, friedliches und buntes Zeichen setzt. Ja, Hessen lebt Respekt, und deshalb findet ihr hier in Wiesbaden, hier in Hessen, keinen Nährboden. Ich jedenfalls werde da sein, und ich freue mich, wenn viele andere ebenfalls den Weg finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Klose. – Als Nächster spricht Herr Abg. Lenders für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal vorweg, ich bin den GRÜNEN sehr dankbar, dass Sie diese Aktuelle Stunde beantragt haben, weil es uns hier Gelegenheit gibt, auch ein klares Votum seitens des Landtages Richtung des Bündnisses zu senden. Meine Damen und Herren, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, das ist eine hässliche Fratze des Menschen. Und hinter dieser Fratze erkennt man dann oft nicht als Freund, als Familienangehöriger. Man erkennt kaum noch den Menschen, wenn er diese Fratze erst einmal aufgesetzt hat. Meine Damen und Herren, Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, das lässt sich vielleicht nicht ausrotten. Das haben wir oftmals erleben müssen. Aber wir müssen auch jede Zeit, jeden Augenblick nutzen, wenn sich diese Fratze zeigt, dagegen zu halten. Meine Damen und Herren, wir sind in der Vergangenheit schon sicherlich, was Homophobie anbelangt, schon weit gekommen. Es war in unserer Regierungszeit die Gleichstellung der Beamten, das haben die GRÜNEN jetzt mit dem Aktionsplan auch in die Koalitionsverhandlungen mit reingenommen. Junge Homosexuelle wissen teilweise schon nicht mehr, wo wir eigentlich herkommen. Und ab und zu ist es eben wichtig, auch einmal daran zu erinnern, wenn z.B. die Kampagne des CSD, die ja jetzt sozusagen wieder vor der Tür steht, dass es eben nicht nur darum geht, ein schönes Fest zu feiern, mal miteinander zu feiern, sondern eben einen ganz ernsthaften Hintergrund hat. Denn nichts von alledem, was dort erreicht worden ist, ist sakrosant, und nichts ist selbstverständlich, und nichts ist umkehrbar. Deswegen ist es so wichtig, dass Politik hier ein klares Zeichen setzt. Meine Damen und Herren, diese sogenannten besorgten Eltern, die versuchen genau das. Sie versuchen, etwas wieder herumzudrehen. Homosexuelle Menschen quasi als krank zu bezeichnen, als heilbar zu bezeichnen. In grauer Vergangenheit hat es dazu geführt, dass man das als Argument genommen hat, um Menschen dann auch zu behandeln und wegzusperren. Meine Damen und Herren, diese besorgten Eltern versuchen immer noch, das Bild zu zeichnen, dass Schwulsein ansteckend wäre. Da kommen dann schon einmal so Sprüche wie, kein Mensch wird schwul geboren. Mit diesem Vorurteil haben nicht selten vor allen Dingen Lehrer und Menschen zu kämpfen, die in den Erziehungsberufen arbeiten. Wie schwierig ist es auch heute noch für einen männlichen Erzieher, der homosexuell ist, sich klar dazu zu bekennen? Das ist eben die Gefahr, die darin lauert, wenn Menschen wie diesen besorgten Eltern auch noch eine Plattform gegeben wird. Und sie finden Gehör. Sie finden Gehör vor allen Dingen bei einer Couleur in der politischen Landschaft wie der AfD, wo man sagen muss, also hier trifft das eine auf das andere, und scheinbar findet man sich hier zusammen. Meine Damen und Herren, wir wollen diese besorgten Eltern hier in Hessen nicht.
Sie greifen diesen Lehrplan an, ohne sich jemals inhaltlich tatsächlich damit auseinandergesetzt zu haben. Und, meine Damen und Herren, wir müssen auch immer wieder dagegen ankämpfen, gegen dieses Image nach dem Motto, man könnte irgendeinen Menschen schwul machen. Ich glaube, da sind wir gut beraten, das Bündnis und auch das Fest, das Regenbogenfest, dann auch zu unterstützen. Wir werden das machen mit der liberalen Vorfeldorganisation, mit Liesel. Wir werden breit vertreten sein. Und, meine Damen und Herren, wir sollten dieses Bündnis auch hier von unserer Stelle aus unterstützen. Wir akzeptieren jeden Menschen, egal ob er homosexuell ist, welche Hautfarbe er hat, welchen Glauben er vertritt. Uns sind alle Menschen gleich lieb. Und wenn Sie unsere Unterstützung brauchen, werden Sie sie als Hessischer Landtag werden Sie sie auch von uns bekommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Als nächstes spricht Herr Kollege Di Benedetto für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ausdrücklich begrüßt meine Fraktion den heutigen Antrag der GRÜNEN zu Hessen zeigt Gesicht für eine offene Gesellschaft, Respekt, Akzeptanz und Vielfalt. Wir schließen uns aus voller Überzeugung dem Aufruf an, am kommenden Samstag vor dem Kurhaus in Wiesbaden gegen das angeblich breite Bündnis Demo für alle zu demonstrieren, um unmissverständlich aufzuzeigen, dass wir jede Form von Diskriminierung und Ausgrenzung verabscheuen und bekämpfen wollen. Das sogenannte Bündnis Demo für alle führt am kommenden Samstag hier in Wiesbaden, das ist ja schon gesagt worden, ein Symposium mit dem merkwürdigen Titel Sexualpädagogik der Vielfalt, Kritik einer herrschenden Lehre durch. Sicherlich auch um den neuen hessischen Lehrplan zur Sexualerziehung mit pseudowissenschaftlichen Beiträgen in Frage zu stellen und natürlich auch um Stimmung dagegen zu machen, mit Referenten wie z. B. dem Doktor der Medizin Christian Spemann, der öffentlich propagiert, Homosexualität sei heilbar. Da ist der Kollege Enders schon darauf eingegangen. Das Bündnis Demo für alle wird von CDU-Mitglied Frau Hedwig von Beverförde angeführt. Sie wird das sogenannte Symposium auch am Samstag eröffnen. Frau Beverförde organisiert bundesweit diese homophoben Demos für alle. Sie sitzt im Redaktionsbeirat der rechtspopulistischen Freien Welt und war lange Zeit Sprecherin der Initiative Familienschutz um die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Mehr braucht man dazu, glaube ich, erst einmal nicht zu sagen. Und ich empfehle Ihnen, meine Damen und Herren, in diesem Zusammenhang einmal in das neue AfD-Grundsatzprogramm hineinzuschauen und insbesondere die Punkte über Familie sich anzuschauen. Und ich bin mir sicher, dass es auch viele unter Ihnen hier eiskalt den Rücken herunterlaufen wird. Das ist die im wahrsten Sinne des Wortes faschistoide Handschrift, die dort tatsächlich unverkennbar ist, meine Damen und Herren. Frau Beverförde und Co., da gibt es hier einige andere, geht es um Abwertung und Ausgrenzung all jener, die nicht ultrakatholisch und rechtspopulistischen Familien- und Geschlechterbildern entsprechen. Sie schafft damit den Nährboden für Ausgrenzung, Anfeindungen und natürlich auch Diskriminierungen. Ja, meine Damen und Herren, darum müssen wir am Samstag alle Gesicht zeigen und den subtilen Formen der Diskriminierung, die von diesen evangelikalen und rechtspopulistischen Gruppierungen ausgehen, entschieden entgegentreten und ihnen wieder unmissverständlich zu verstehen zu geben, dass sie in unserer Landeshauptstadt, aber auch in unserem Land nicht willkommen sind. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich hier für meine Fraktion erneut feststellen, nachdem dies auch mehrmals der Kollege Degen im vergangenen Jahr in aller Ausführlichkeit getan hat, dass eine stärkere Berücksichtigung und eine angemessene Behandlung von Homo-, Bi-,
Trans- und Intersexualität im Unterricht dazu beiträgt, gegenseitiges Verständnis zu fördern und damit Diskriminierung durch Ausgrenzung und Mobbing vorzubeugen. Meine Fraktion begrüßt deshalb den neuen Lehrplan für die Sexualerziehung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen und unterstützt darin das enthaltene Ziel, Schülerinnen und Schüler ein offenes, diskriminierungsfreies, wertschätzendes Verständnis für die Verschiedenheit und die Vielfalt der partnerschaftlichen Beziehungen, sexuellen Orientierungen und gleichgeschlechtlichen Identitäten in unserer Gesellschaft. So findet die ausdrückliche Entscheidung unseres Kultusministers, die Akzeptanz unterschiedlicher Partnerschaftsformen und Verständnisse von Familie, sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten zum Gegenstand der Sexualerziehung zu erklären, die uneingeschränkte Zustimmung meiner Fraktion. Es liegt mir daran, das hier noch einmal deutlich klarzustellen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass am kommenden Samstag sich auch Vertreter der CDU-Fraktion vor dem Kurhaus einfinden. Es ist ja so, dass Sie den Kultusminister stellen. Und ich denke, es steht der CDU gut an, ihn nicht alleine im Regen zu stehen und nicht nur die Oppositionsparteien dabei sind, weil er braucht die breite Unterstützung des gesamten Hauses. Wir würden es uns wünschen, wenn Sie sich da anschließen. Und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Di Benedetto. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Um es direkt zu Beginn zu sagen, was Sie alle nicht überraschen wird, selbstverständlich, Herr Klose, werden wir uns am Samstagmorgen sehen. Wir als LINKE unterstützen ausdrücklich das Regenbogenfestival und ausdrücklich die Inhalte, sich gegen diese reaktionären Ansichten, die auf einem Kongress hier im Wiesbadener Kurhaus verbreitet werden sollen, dagegen zu stellen. Da haben Sie unsere volle Unterstützung. Wir sind dabei. Meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal den Zusammenhang herstellen zwischen diesen beiden unmittelbar aufeinander abfolgenden Aktuellen Stunden heute Morgen. Weil es geht, wenn wir in der letzten Runde über Rechtsextremismus debattiert haben, ja ganz klar darum, hier wehret den Anfängen zu rufen. In der vorherigen Aktuellen Stunde hat der grüne Redner gesagt, wer sind die Verursacher von Rechtsextremismus, und hat gesagt, AfD und Pegida. Hier an dieser Stelle müssen wir fragen, wer sind die Verursacher von rechtem Quatsch, der auf so einem Kongress verbreitet wird. Und leider muss ich da sagen, es ist weit in der Mitte der Gesellschaft. Wenn bei diesem Tagesordnungspunkt, wo es um rechte Ideologien und Hetze geht, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU hier im Plenum sitzt und den Wetzlar-Kurier liest, dann wissen wir, welche Probleme wir auch in diesem Haus haben. Weil im Wetzlar-Kurier verteidigt Irma permanent homophobe Thesen. Meine Damen und Herren, ich finde es beschämend, beim letzten Tagesordnungspunkt von. Meine Damen und Herren, Herr Wilken, einen kleinen Moment bitte. Meine Damen und Herren, ich darf doch um etwas mehr Ruhe und Aufmerksamkeit bitten. Das gilt für das gesamte Haus, für beide Seiten. Lassen Sie bitte Herrn Wilken zu Wort kommen. Herr Präsident, Herr Schwarz, das überlassen Sie bitte mir, was ich hier sage. Ich frage Sie doch nicht. Ich möchte noch einmal
sehr klar meine Bestürzung darüber Ausdruck geben, dass sich die CDU weigert, in Wetzlar gegen die NPD mit auf die Straße zu gehen. Und ich hoffe sehr, dass es an diesem Samstag hier in Wiesbaden anders sein wird und ich Sie an unserer Seite sehen werde, wenn wir uns gegen... Er hat mich gerade als Steineschmeißer beschleitet. Also jetzt ist... Herr Kollege Pentz, ich habe das sehr genau gehört. Sie haben Herrn Abg. Wilken als Steinewerfer angesprochen. Ich würde mal bitten, dass wir solche Anwürfe, die wohl nicht belegt sind, bei aller Erregung hier lassen. Bitte sehr, Herr Kollege Wilken, fahren Sie fort. Danke, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich verstehe ja Ihre Aufregung, wenn Sie an diesem Thema nicht bereit sind, einem Oppositionspolitiker auch nur noch zuzuhören. Aber ich muss Ihnen ganz klar sagen, ich wünsche mir, dass alle Demokratinnen und Demokraten zusammenstehen gegen die rechte Gefahr. Ich kann Sie nur noch einmal auffordern, stellen Sie sich an die Seite der Demokratinnen und Demokraten. Und, meine Damen und Herren, als letztes Wort von meiner Seite auch noch einmal, so wie Herr Klose jetzt eben begonnen hat. Im Sinne des Grundgesetzes ist die Würde jedes Menschen unantastbar. Jedes und jeder hat diese Grundrechte, und daran rütteln wir nicht, sondern das verteidigen wir gegen alle Angriffe, von wo sie auch immer kommen. Das war Herr Abg. Wilken. Als nächstes hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Klaff-Isselmann für die Fraktion der CDU. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Hessen zeigt Gesicht für eine offene Gesellschaft, Respekt, Akzeptanz und Vielfalt. Ja, ich möchte aber durchaus weitergehen und behaupten, in Hessen lebt man Offenheit, Respekt, Akzeptanz und Vielfalt. Hessen ist seit Jahrzehnten Heimat für Menschen, die hier geboren sind, für Menschen, die aus anderen deutschen Regionen hierher gezogen sind, für Menschen, die aus aller Welt den Weg hierher gefunden haben. Die Wertschätzung anderer Mentalitäten, anderer Kulturen und Lebensentwürfe gehört fest zum hessischen Selbstverständnis. Unzählige Aktivitäten von Städten, Kommunen, Sozialpartnern, Initiativen und der Zivilgesellschaft zeugen von einem guten Miteinander und einer erfolgreichen Integrationspolitik des Landes. Mein Ansinnen ist es nicht, einzelne Programme, Kampagnen oder Aktionen hier aufzuzählen. Mir geht es darum, Erfolge guter Politik und permanenter Arbeit herauszustellen. Zum Beispiel 96% der Menschen mit Migrationshintergrund geben an, sich hier wohlzufühlen. Inzwischen besuchen Kinder ab 3 Jahren mit Migrationshintergrund zu 93% eine Kindertageseinrichtung. Ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund beendet die Schule mit einem Abitur. Das sind Erfolge guter Integrationsarbeit. Hilfsbereitschaft, Miteinander, Rücksichtnahme aufeinander, faires Untereinander, Achtung zueinander und Respekt voreinander sind Bestandteile und Voraussetzungen für eine solidarische Gesellschaft. Hier haben viele deutsche und ausländische Mitbürger gerade in den vergangenen 2 Jahren Herausragendes und Beispielgebendes geleistet. Diese Menschen geben Orientierung für viele und stehen für bürgerschaftliches Engagement. Die Akzeptanz von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen und geschlechtlichen Identitäten und die Förderung der freien Entfaltung der Persönlichkeit ermöglichen ein offenes und diskriminierungsfreies Leben aller Menschen in Hessen. Toleranz und Meinungsfreiheit sind je ein hohes Gut. Machen wir uns aber nichts vor, nicht alle Menschen sind willens und in der Lage, die von mir beschriebenen Vorbilder von Akzeptanz, Vielfalt und Offenheit selbst konsequent zu leben. Demokratie allerdings lässt auch das zu. Demokratie macht Auseinandersetzungen in der Sache möglich und gibt letztlich
den Rahmen Strittiges mit rechtsstaatlichen Mitteln zu klären. Auch das ist ein hohes Gut. Realität ist, die große Mehrheit der in Hessen lebenden Menschen bietet Diskriminierung, Intoleranz und Respektlosigkeit die Stirn. Das Land Hessen unterstützt in der Vielfalt seiner umsichtigen Sozial- und Integrationspolitik die Bereitschaft der Menschen, aufeinander zuzugehen und als aktive Bürgergesellschaft die Herausforderungen des demografischen Wandels und die Integration der zu uns gekommenen Menschen miteinander anzupacken und zu meistern. Hessen ist ein weltoffenes Bundesland. Darauf bin ich stolz. Vielen Dank, Frau Kollegin Klaff-Isselmann. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Offenheit, Respekt, Akzeptanz und Vielfalt sind, und ich sage das sehr deutlich, die grundlegenden Koordinaten in der hessischen Regierungspolitik. Und diese Koordinaten zeigen sich an ganz verschiedenen und vielen Beispielen. Das aktuellste Beispiel, darüber ist gestern intensiv diskutiert worden, ist die Respektkampagne. Herr Klose hat mit darauf hingewiesen. Diese Kampagne trägt ja Respekt und Zusammenhalt und ist insofern auch breit angelegt. Und über konkrete Projekte deckt sie alle gesellschaftlichen Bereiche ab. Und wir werben eben für Toleranz und Hilfsbereitschaft im Alltag, für Rücksichtnahme, für Fairness, für ein Engagement in sozialen Netzwerken, bei Rettungskräften und bei Ehrenamtlichen und natürlich auch bei der Integration von Flüchtlingen. Und diese Koordinaten bestimmen letztendlich das Leben auch in Hessen, insbesondere die Vielfalt, weil Hessen ist ein weltoffenes Land. Und wenn wir weit zurückblicken, sehen wir ein Land, das seit Jahrzehnten, genauer seit Jahrhunderten Zuwanderung erlebt. Und mittlerweile haben mehr als 28% aller Menschen in Hessen einen Migrationshintergrund. Und wenn wir auf das heute sehen, dann ist Hessen ein Land, das aus vielen, in vielen Bereichen ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch Unternehmen anzieht. Und ich sage Ihnen sehr deutlich, ein solches Verhalten wäre undenkbar, wenn wir in Hessen nicht den Versuch unternehmen, mit allen Kräften für ein diskriminierungsfreies, weltoffenes Hessen einzutreten. Und genau dieses tun wir an dieser Stelle. Es ist nämlich letztendlich eine Haltung von Offenheit und Akzeptanz. Viele, die auch in Hessen investieren wollen, nur als Beispiel zu nennen, fragen heute nicht mehr nur nach Verkehrsverbindungen und Produktionsbedingungen, sondern sie fragen auch danach, ob sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern hier sicher und angenommen fühlen. Und das ist ein Wert, den wir an dieser Stelle zu verteidigen haben. Und wenn wir zurückblicken, schon in die Fragestellungen unserer Leitlinien, die seit 2000 schon Gültigkeit haben, dann steht dort, die zentralen Werte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit sind die Mindestanforderungen für ein tolerantes, von gegenseitigem Respekt getragenes Miteinander. Integration baut auf dem Prinzip der gegenseitigen Akzeptanz und Toleranz auf. Und das ist auch Leitlinie unserer, noch heute unserer Integrationspolitik. Und das Grundprinzip unserer Integration ist natürlich an allererster Stelle die interkulturelle Öffnung. Das machen wir im Bereich der Landesverwaltung, indem wir versuchen, eben an dieser Stelle einen entsprechenden Platz zu geben, aber auch in der Akzeptanz von Vielfalt. Und Vielfalt ist untrennbar verbunden auch mit Verschiedenheit. Und das gilt für alle Seiten. Und deswegen, Hessen ist in vielerlei Hinsicht vielfältig. Vielfalt ist eine unverzichtbare Ressource für eine freiheitliche, soziale und friedliche und moderne Gesellschaft. Und deswegen fördern wir die freie Entfaltung der Persönlichkeit und setzen uns für ein offenes, diskriminierungsfreies und wertschätzendes Leben aller Menschen in Hessen ein. Und dabei ist uns die Förderung von Akzeptanz und Vielfalt und vielfältiger Lebensentwürfe ein wichtiges Anliegen. 2014 sind wir der Koalition gegen Diskriminierung beigetreten. Wir bekennen uns damit dazu, die Gleichbehandlung und Anerkennung von Vielfalt zu fördern und Antidiskriminierung auch als eine Querschnittsaufgabe zu verstehen. Wir haben 2015 die Antidiskriminierungsstelle eingerichtet. Sie leistet Öffentlichkeits- wie Präventionsarbeit, vernetzt Akteure, bietet Einzelpersonen eine kostenlose Ersteinschätzung zu potenziellen Diskriminierungsfällen
sensibilisiert für den Umgang mit Diskriminierung. Im Regierungsprogramm haben wir festgelegt und nicht nur festgelegt, sondern wir setzen auch um, dass jeder Mensch ungeachtet seiner sexuellen oder geschlechtlichen Identität gesellschaftliche Akzeptanz erfährt und sein Leben ohne Benachteiligungen und Diskriminierungen gestalten kann. An dieser Stelle unterstütze ich ausdrücklich das, was Herr Lenders als Appell gerade eben von diesem Pult hier auch dargelegt hat. Und deswegen ist an diesem Punkt ein richtungsweisendes Signal auch mit dem Lehrplan Sexualerziehung gesetzt. Es wird den rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht. Neben der traditionellen Familie sind nicht-eheliche Partnerschaften, Patchwork-Familien und gleichgeschlechtliche Partnerschaften schlicht und einfach gesellschaftliche Realität. Das sollten wir auch schlicht und einfach so anerkennen. Deswegen sind normative Zielvorstellungen des Lehrplans ein diskriminierungsfreier Umgang und ein wertschätzendes Miteinander an den Schulen. Das heißt konkret, die Vielfalt der Menschen in dem jeweiligen Individuum anzuerkennen, aber auch dabei nicht zu vergessen, dass auch Eltern eine besondere Verantwortung in diesem Kontext zukommt. Herr Minister, ich darf Sie an die vereinbarte Redezeit erinnern. Des Weiteren erarbeiten wir den Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt gemeinsam mit den Interessensvertretungen der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen sowie queeren Personen. Wir wollen Vorurteile, Ausgrenzungen und Benachteiligungen abbauen und Akzeptanz herstellen. Und ja, Hessen zeigt Gesicht für eine offene Gesellschaft, Respekt, Akzeptanz und Vielfalt. Überzeugen Sie sich auch davon, indem Sie einen Blick auf unsere Webseite Löwen im Harz legen. Ende vergangenen Jahres haben wir den Startschuss für diese Initiative gegeben, die Integrationsvorbilder in den Mittelpunkt stellt. Das sind Prominente, genauso wie Menschen von nebenan. Vielfalt und gelungene Integration ist in unserem Land die Regel. Die Integrationsvorbilder stehen dafür. Schauen Sie in diese Gesichter, lesen Sie die Statements, und Sie geben Vielfalt, Respekt und Akzeptanz in Hessen ein Gesicht. Vielen Dank, Herr Minister Grüttner. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.